schön, dass du auch in Kitzbühel bist. Hallo, was machst du in Daisy? Hast du für mich heute Zeit? Man mag's nicht glauben, wenn man die Bilder von damals sieht. Sie kamen in unvorstellbar schönen Autos nach Kitzbühel und fühlten sich wohl. Sie, das waren die Eigentümer jener Träume auf alten Achsen, die niemanden unberührt lassen, wenn sie tonnenschwer dahinschweben. Erlauchte Namen aus dem Hochadel am Volant, wie der Fürst von Liechtenstein, solche aus der Industrie und Persönlichkeiten aus namhaften Autokonzernen, wie der Maybach-Projektleiter Leon Hustings und diese oder jene Vorstandsvorsitzende, allesamt eskortiert von sportiv eleganten Damen. Und auch die Kitzbühler Nobelboutiquen wussten das allemal zu schätzen. Wenn ich hier in Kitzbühel bin, die vielen alten Autos sehe, bin ich natürlich fasziniert und bin begeistert. Die Alpenrallye und ihr Ambiente. Darauf haben die Organisatoren bis vor wenigen Jahren sehr viel Mühe verwendet. Unvergessen Hasi Unterberger als Organisator, die treibende Kraft. Er, der berühmte Haubenkoch, hatte das, was für derlei Veranstaltungen unabdingbar ist. Er war außerordentlich kultiviert und hatte Stil. Das spürten die Teilnehmer und fanden sich in ihren Vorstellungen von Eleganz und Lifestyle in Kitzbühel wieder. Na, ich glaube, schöner wie heute kann man es nicht mehr finden. Die ganze Umgebung, das Wetter, die schönen Autos, den wahnsinnig netten Teilnehmer. Ja, was will man mehr? Dass die heute ein bisschen Mut und Kraft kriegen, dass morgen und übermorgen richtig Gas geben können und dann sehen wir am Samstag, wie braun gebrannt oder wie erschöpft, dass sie wieder zurückkommen und dann futtern wir es wieder richtig her und dann hoffe ich, dass sie auch später gut drauf sind. Haben Sie heute ein richtiges Kraftfutter bereit? Ja gut, der Kartoffelsuppe mit Pfifferling hat noch keinem geschadet, ja. Da rührt sich bei jedem was, auch der weniger aktiv ist und so eine Ente mit einem Brezelnädel und einem Meerrettich regt den Stoffwechsel natürlich richtig an und so ein Apfelstrudel mit einem Eis und einer schönen Vanillesoße, da haut's dir jede Falten aus dem Gesicht raus, da bist du wieder gut beieinander. 17, built in 1917, dann kommt die Nummer 4 aus dem Darstellung. Ich finde es eine spezielle Kultur, dass sowas noch gibt, finde ich sehr schön.
Hugo Schlatter und auch Tourismusobmann Christian Harisch haben den Wert dieser Veranstaltung richtig eingeschätzt und eindeutige Vorgaben für die Akzeptanz des Events definiert. Wir wollen eigentlich es so haben, wie die alten Autos sind, fein, gemütlich, genau das wollen wir vermitteln. Wir müssen uns um den Sommer kümmern und die Alpenrallye ist hier ein ganz entscheidender Impuls. Aber es muss ganz klar sein, dass wir nur in der Exklusivität, in der Hochwertigkeit eine Überlebenschance haben. Wir müssen uns auf die Qualität besinnen und wir müssen zeigen, dass wir eine Region sind, in der sie perfektes Angebot, perfekte Qualität zu einem angemessenen Preis bekommen. Und die Alpenrallye ist eine Veranstaltung, die in dieses Konzept geradezu ideal hineinpasst. Was mag wohl der Grund sein, dass sich die Kitzbüheler Alpenrallye in ihrem Erscheinungsbild so verändert hat? Nein, der Regen ist es nicht. Die Klientel der Oldtimer-Freaks ist very British und liebt die Herausforderung. Oder hat vielleicht der Glanz der vergangenen Tage etwas Verklärendes? Nein, es ist etwas ganz anderes. Es ist das, was man in Kitzbühel immer voraussetzt und bestätigt finden möchte. Lebensart und Umgangskultur. Adäquat zu den Elder Classics und ihren der Ästhetik verfallenen Besitzer.